Hallo Hertha-Fans, leider eine sehr traurige Nachricht. Unser super Innenverteidiger Sebastian Langkamp verlässt uns. Wohin geht's für dich? Ja, ich werde zu Werder Bremen wechseln und ja, freue mich auf eine neue Herausforderung, freue mich auch auf eine neue Zeit und ja, möchte die Zeit natürlich hier bei Hertha mit der Hertha-Familie natürlich nicht missen. Es waren 4,5 Jahre ereignisreiche Jahre, aber auch schöne Jahre und deswegen ja, ist es jetzt so, aber im Fußballerleben muss man manchmal Entscheidungen treffen und Herausforderungen annehmen und für mich ist es dann jetzt so die Entscheidung getroffen worden. Was hat dich dazu bewogen, Hertha zu verlassen? Ja, einerseits wegen dir, ich konnte dich echt nicht mehr sehen. Das Andererseits, kann ich allerdings nachvollziehen. nee, Spaß beiseite. Also, ich glaube, als Fußballer ist es wichtig, immer wieder neue Herausforderungen zu haben. Und ich glaube, 4,5 Jahre ist schon eine lange Zeit auch als Fußballer. Und man wird nicht jünger, vor allen Dingen ich nicht. Und ich glaube, dass ich jetzt nochmal eine super Herausforderung, eine super Chance habe bei einem phänomenalen Club meiner Meinung nach. Und ja, deswegen ist die Entscheidung dann so getroffen worden. Ich hatte jetzt nicht viele Tage Zeit zu überlegen. Es war eine Nacht- und Nebelaktion, aber ich glaube, dass alle Parteien mit dieser Entscheidung ganz gut leben können. Ja, wir können damit nicht gut leben, das sage ich dir auch ganz ehrlich. Also wir werden dich auf jeden Fall sehr vermissen. Unsere letzte Bastion in Mitte geht damit auch verloren. Ist Ja. das so diese Stadt Berlin und Hertha, ist das was du auch vermissen wirst? Ich meine, du hast ja jetzt schon ein paar Vereine hinter dir. Ja, Berlin wird immer ein Teil meines Lebens bleiben und wird auch immer in meinem Herzen sein. Und ich behalte jetzt auch erstmal meine Wohnung in Berlin-Mitte und werde da sicherlich nicht mehr so oft aufkreuzen können, aber sicherlich in den nächsten Wochen auch mal wieder ein-, zweimal da sein, weil ich ja auch noch ein paar Sachen zu regeln habe. Also ich werde den Standpunkt Berlin-Mitte in Ehren halten, aber ich suche ja schon jetzt auch in der Mannschaft, beziehungsweise dann bei den Jungs ein Nachfolger, aber hat sich noch keiner bereit erklärt, dann dahin zu ziehen. Ja, muss dann Hertha BSC ein bisschen Richtung Mitte wieder expandieren. Ja, Airbnb gibt es ja auch, also da wirst du schon jemanden finden. Was sind so der Moment bei Hertha, den du in Erinnerung behalten wirst? Ja, es gibt viele schöne Erinnerungen. Natürlich, das Aufstiegsjahr, beziehungsweise die erste Saison nach dem Aufstieg war eine ganz, ganz schöne Zeit vor allen Dingen. Aber irgendwo hatte auch jede Saison irgendwie seine Facetten, die einen ja auch bewogen haben, dann halt auch länger hier zu bleiben. Und ich glaube vor allen Dingen auch die Euroleague-Quali letztes Jahr, was ja nach vielen Jahren dann wieder passiert ist in dem Verein oder wir uns gelungen ist. Das sind schon Dinge, die halt natürlich auch ja, tief drin bleiben. Und ja, persönlich habe ich mich immer super wohlgefühlt, auch mit euch lieben Mitarbeitern hinter der Kamera oder vor der Kamera. Ich werde dann halt auch nochmal vorbeikommen, wenn ich ein bisschen Zeit habe und mich dann persönlich auch verabschieden. Ja, dann vielen Dank, viel Erfolg, alles Gute und wir werden dich auf jeden Fall vermissen. Ja, ich euch auch. Danke Das ist dir. Berlin, das ist Hertha. Das ist Hertha. Hertha.